Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Gute-Laune-Blog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder um die kleinen Dinge des Lebens. Und zwar auch eine Geschichte aus dem Buch Erzählbar, habe ich letztes Mal schon vorgestellt, aber diesmal lese ich sie euch nicht vor, sondern ich erzähle sie euch so etwas frei mit meinen Worten. Also es kam ein Sturm auf, peitscht das Meer auf, meterhohe Wellen krachen an den Strand. Und wie es natürlich so ist, nach so einem Unwetter, irgendwann ist es rum. Die Wolken reißen auf, die Sonne kommt durch und der Strand ist übersät mit lauter kleinen Seesternen. Und dann geht ein kleiner Junge am Strand entlang, nimmt ganz vorsichtig einen Seestern nach dem anderen und schmeißt sie ins Meer zurück. Und dann kommt ein Mann vorbei und sagt, Mensch Junge, bist du doof, guck mal, da liegt alles voll Seesterne, die kannst du nie alle zurück ins Meer werfen, das hat überhaupt keinen Sinn. Was du da tust, das ändert überhaupt nichts. Und der Junge nimmt den nächsten Seestern, schmeißt ihn ins Meer zurück und sagt, für den hier ändert es was. Ja, das ist auch wieder eine schöne Metapher dafür, wie viel man doch mit kleinen Dingen des Lebens bewirken kann. Ja, weil oft ist man ja versucht, erstmal mit dem Finger auf andere zu zeigen, so nach dem Motto, wir tun überhaupt erst was für den Klimaschutz, wenn China und Indien was tun. Oder wir nehmen nur Flüchtlingskinder auf, wenn die anderen europäischen Staaten das machen. Ja, oder ich gebe dem Penner nur einen Euro, wenn ich dem einen Euro gebe, muss ich ja allen einen Euro geben, wo kommt man da hin? Ja, für den einen, dem ich den Euro gebe, macht es halt einen Unterschied. Und für euch macht es den Unterschied, man kriegt gute Laune davon. Das heißt nicht, dass sich die Welt dadurch ändert, ja. Also kaum einer von uns hat wohl die Fähigkeit, die ganze Welt zu verändern. Aber jeder hat die Fähigkeit, so ein bisschen so das Kleinstmögliche zu tun, was er in seinem Umfeld tun kann. Und wenn es nur ist, darauf hinzuweisen, dass irgendwo was Schlimmes passiert. Ja, das nennt man im Volksmund dann auch Zivilcourage. Und was man als Einzelner, es gibt ja so ein schöner Satz von, ich glaube vom Dalai Lama, wer glaubt, zu klein zu sein, um etwas zu bewirken, der hat noch nie mit einem Moskito in einem Zelt geschlafen. Da gibt es zig Beispiele. Ja. So ein kleines Steinchen im Schuh, weiß jeder, wie lästig das werden kann. Ja. Also man kann auch mit sehr kleinen Dingen sehr viel bewirken und man kann auch durch kleine Dinge gute Laune bekommen. Also, jetzt kommt ja Pfingsten. Vielleicht habt ihr Lust, mit kleinen Dingen die Welt ein bisschen besser zu machen. Und bis dahin, bleibt dabei, bleibt gesund, habt gute Laune, denn ihr wisst ja, für schlechte Laune ist das Leben zu kurz. Bis zum nächsten Mal.